Hallo ihr Lieben, heute habe ich hier einmal die Babyschuhe für euch. Ich würde euch gerne zeigen, wie ich die hergestellt habe. Die passende Torte dazu, die gibt es dann nächste Woche von mir, weil das Video mir einfach zu lang geworden wäre. Und zwar habe ich mir hier einmal weißen Fondant mit CMC-Pulver verknetet. Das dient dazu, dass der einfach schneller aushärtet. Dann rolle ich mir den hier etwa so 3 cm dick aus, 3 mm, Entschuldigung. Und habe mir hier aus dem Internet zwei Vorlagen ausgedruckt. Die verlinke ich euch auch mal unten in der Infobox. Mit die ausgeschnitten und mit meinem Skalpell schneide ich mir hier jetzt zweimal die Sohle aus und zweimal die Schuhspitze. Und zwar einmal von der einen Seite und dann einmal auf links gedreht, weil wir wollen ja rechts und links haben. Das trenne ich mir hier einmal aus. Und dann schneide ich noch einen kleinen Schlitz rein für die Knöpfe hinterher. Als nächsten Schritt nehme ich hier meinen Prägeroller zur Hand und drücke mir am Rand die Nähte vom Schuh ein. Als nächstes nehme ich mir zwei gleich große Stücke Fondant, roll sie erst zu einer kleinen Wurst und forme sie mir dann für die Schuhspitze zurecht. Ich messe auch hier, wie ihr gleich seht, ab, dass das auch nicht drüber guckt. Und wenn ich soweit zufrieden bin, dann klebe ich das mit Zuckerkleber an meiner Sohle fest. Jetzt wird die Sohle mit ein bisschen Zuckerkleber eingepinselt und dann kommt vorsichtig die Schuhspitze oben drauf. Damit der Schuh auch schön in Form bleibt, dann nehmt ihr euch einfach etwas Zebra oder ein Taschentuch und quetscht das ein bisschen in den Schuh rein. Und die Schnalle wird jetzt auch noch mit etwas Zuckerkleber festgeklebt. Hier habe ich mir jetzt erneut nochmal Fondant dünn ausgerollt. Ich schneide mir hier freihand zwei Streifen aus, strukturiere sie noch mit meiner Prägerolle, damit da auch Nähte abgebildet sind. Und das klebe ich dann als Sohle an den Schuh. Ich habe mir erneut den Fondant dünn ausgerollt, habe mir hier zwei Spritztüren genommen, die ein klein bisschen Größenunterschied haben, habe mir vier Kreise ausgestochen, zwei größere und zwei kleinere und gehe jetzt mit meinem Balltool darüber, dünne das quasi aus und dass das ein paar schöne Falten wirft, das mache ich mit allen vieren. Dann klebe ich den kleineren auf den größeren drauf und dann werden die an dem Schuh befestigt. Hier habe ich jetzt eine Herzchen-Silikonform, die ich mir einmal mit Bäckerstärke ein bisschen auspuder. Ich habe mir rosa Fondant eingefärbt und gebe ein kleines Stück in das Herz.
Nehmt noch etwas Bäckerstärke auf eure Arbeitsfläche, damit euch einfach der Fondant nicht am Finger kleben bleibt. Wenn alles festgedrückt ist, dann schneidet ihr die Überreste ab und dann kippt ihr auch schon das Herz aus der Form. Das klebe ich mir jetzt noch mit etwas Zuckerkleber am Schuh fest. Zu guter Letzt noch die Knöpfe. Dazu habe ich mir hier einen kleinen Blumenausstecher genommen, dann eine kleine Lochspritztülle, damit kommen zwei Löcher in den Knopf und dann wird er auch schon mit Zuckerkleber an der Schnalle befestigt. Ja, der Schuh ist soweit fertig. Ich finde, die sind wirklich super süß geworden und waren überhaupt nicht schwer. Probiert sie auf jeden Fall mal aus, wenn ihr wollt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, wenn ich euch die komplette Torte zeige. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!